Ich bin in die Junge Union gekommen, damals mit 15, da war ich aber unwissend. Das war der reine Zufall, hat mir aber da gefallen. Und dann gab es einen JU-Vorsitzenden zur damaligen Zeit, der hat uns damals sonntags zum Kaffee eingeladen. Da sollten wir Zeitungsartikel mitbringen, und zwar nicht große Weltpolitik, sondern Dinge, die in Sigmaringen passieren. Und er hat uns auch in die Gemeinderatssitzungen geschleppt, und da bin ich sehr oft dann hingegangen. Und da bin ich so in die Kommunalpolitik hineingewachsen und habe da angefangen, mich dafür zu interessieren und auch zu begeistern. In Sigmaringen wurdest du gewählt, wenn du Geschäft hast oder wenn du einen großen Namen hast oder eine Familie. Das hatte ich alles nicht, muss man mal sehen. War ein gewisser Bekanntheitsgrad da, weil also als JU-Vorsitzende konnte man auch mal in der Zeitung kommen. Dann hatte ich das erste Mal im Jahre 94 kandidiert. Da habe ich nicht schlecht abgeschnitten, aber es hat mir nicht gereicht. Und dann kamen Leute und sagten, du musst es 99 wieder probieren, da solltest du aber Stadtverbandsvorsitzende sein, weil wenn du Stadtverbandsvorsitzende bist, du musst bekannt werden. Dann kannst du in der Zeitung kommen, und dann habe ich den CDU-Stadtverband vorher übernommen, und 99 hat es dann auch geklappt. Ich hatte sehr viel Unterstützung von der CDU-Fraktion, was man uns vielleicht hier auf dem Land gar nicht zutrauen würde, aber schon als JU-Vorsitzende, auch später als Stadtverbandsvorsitzende, auch als ich noch nicht Mitglied dieser Fraktion war, durfte ich an den Fraktionssitzungen teilnehmen. Ich habe 5 Jahre von 94 bis 99 ganz sicher an keiner Fraktionssitzung gefehlt, obwohl ich gar nicht im Rat war. Und da bin ich dann auch in die Themen natürlich reingekommen, und es war gab nie ein Widerwort. Es war immer klar, dass man mich so fördern möchte und auch als Stadtverbandsvorsitzende ganz selbstverständlich da dazu nimmt. Sie müssen sich vorstellen, an dem ersten Tag, als ich zum ersten Mal in die Sitzung kam, da war schon von den gestandenen Räten die Meinung, wer jetzt hier frisch dazukommt, der schweigt am besten mal 5 Jahre still und hört sich das an, wie wir das gemacht haben. Und ich war ja auch nicht gleich selbstbewusst und in den Themen drin, und am Anfang habe ich dann mal verschüchterte Fragen gestellt. Das hat mich teilweise von den Platzhirschen schon überrollt, so nach dem Motto, junge Frau, was stellen Sie sich vor? Das haben wir schon immer so gemacht, aber da durfte man sich halt nicht schrecken lassen. Ich glaube, generell hat die Arbeit im Ausschuss mir sehr geholfen. Und das glaube ich auch, dass das jetzt bei den jungen Kollegen, männlich oder weiblich, nach wie vor der Fall ist. Man merkt, die tauen auf im Ausschuss, weil da ist man nur zu neunt. Da traut man sich eher mal was zu sagen, wie vor einem großen Gremium mit 30. Da kommt man einfach besser in Schuhe rein und stellt fest, hey, so blöd ist das gar nicht, was ich da frage. Die meisten sind froh, dass es noch mal einer fragt, und das wird gerne noch mal erklärt, und da ist das Gremium im Ausschuss ist sehr, sicherlich für den Anfang sehr hilfreich. Schule, Bildung und Betreuung, da haben wir recht früh auch Wert drauf gelegt. Da bin ich auch im Prinzip stolz drauf. Da waren wir die Stadt im Landkreis Sigmaringen, die auch in Zeiten, als hier die Welt noch in Ordnung war, weil nämlich in Schmeier die Frau ihre 5 Kinder, die ist daheim blieb und hat sie neu großgezogen, haben in Sigmaringen schon gesagt, das ist nicht die Zukunft. Wir wollen hier Angebote schaffen. Ich erinnere mich auch, als wir den Jugendsozialarbeiter an Schulen damals zu einer Zeit, da hat man gesagt, es gibt es in Brennpunktschulen. Kein Mensch wollte Brennpunktschule sein, kein Mensch wollte irgendwie sagen, dass es an der Schule Probleme gibt. Mittlerweile ist es ganz normal geworden, mittlerweile an unsere Grundschulen Sozialarbeiter, das ist auch richtig und wichtig, also das waren schon solche Dinge. Du musst diese Netzwerke, auch die fraktionsübergreifende, die musst du dir aufbauen. Und wenn du nach der Sitzung immer nach Hause gehst und mit keinem darüber hinaus ein Wort wechselst, schaffst du das nicht. Das ist schon ein wichtiger Teil, vielleicht auch ein männlich geprägter Teil, weiß ich nicht, oder ein althergebrachtes, vielleicht auch für viele befremdliches Faktum, dass man da in solchen Nachsitzungen schon auch eine spezielle Kultur des Zusammenwachsens hat. Und wenn da einer nach Hause muss, dass er dann vielleicht auch ausgeschlossen ist, das kann ich nachvollziehen.
Ich will auch ein gutes Gefühl haben, wenn ich in die Sitzungen komme. Ich will mich da wohlfühlen, will da auch Spaß haben. Sonst würde ich es nicht seit 20 Jahren machen. Ich meine, verdiene tue ich da nichts. Das ist schon Lebensinhalt, das ist auch viel Arbeit. Ich bereite mich vor, seit ich Fraktionsvorsitzende bin, natürlich noch mehr als vorher. Und zwar akribisch, weil ich latent immer nur Angst habe, mich irgendwie doch zu blamieren. Aber wenn mir das keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Ich wünsche mir selbstverständlich einen Anteil von so viel Frauen wie Männern, weil der Bevölkerungsanteil, glaube ich, es gibt mehr Frauen, als es Männer gibt, aber ich kann sie nicht an den Haaren herbeiziehen. Ich bin seit vielen Jahren mit der Kandidatensuche auch befasst im Vorfeld von Wahlen und ich weiß, wie schwer es ist, weil es immer noch so ist, dass die Frauen sich die Gedanken machen, wie mache ich das mit der Schule und mit meinem Job und mit den Kindern. Und was ich glaube, das Hauptproblem ist bei Frauen, ich muss jede Frau im Gespräch davon überzeugen, dass sie nicht blöder ist als die anderen 30, die ich da schon herumspringen. Und dass die Frauen sich zehnmal überlegen, ob sie dem gewachsen sind, während Männer aus Scheiße, Entschuldigung, Bonbons machen und von sich überzeugt sind, auch mit Aussagen, wo sich jede Frau in den Boden schämen würde. Und da die Überzeugungsarbeit zu leisten und aufzubauen, zu sagen, du kannst das, wieso sollst du das nicht? Guck dich doch mal an und du hast einen Job und du bist im Verein. Das ist mühsam.